I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Call of Duty Black Ops 3 und wir schauen uns heute mal die ganzen Fragen an, die mir in den letzten Tagen gestellt worden sind. Es sind relativ viele geworden und dementsprechend mache ich jetzt nicht das Video über das Combat System, also über das Movement im Allgemeinen, sondern erstmal die ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt, damit ihr auch am 19. August ganz genau wissen müsst, was ihr zu tun habt, wenn ihr diese Beta spielen wollt auf der PlayStation 4. Fangen wir also an mit der grundsätzlichen Frage, wie groß ist die Beta-File, also wie groß ist die Datei überhaupt, die wir dann downloaden werden. Grundsätzlich sind ungefähr 15 GB angekündigt, kann plus minus wahrscheinlich 1 bis 2 GB sein, weiß ich nicht genau, dazu gab es keine exakte Größe. Hängt natürlich auch noch davon ab, wie lange diese File zu downloaden ist, je nachdem in welcher Location wir sind. Außerdem natürlich Server-Traffic muss noch beachtet werden und Connection-Speed. Das ist natürlich wieder ganz wichtig, das heißt wir haben einmal Location-Speed und Traffic, die grundsätzlich den Einfluss auf den Download haben, das heißt es kann manchmal länger oder auch kürzer dauern, je nachdem was ihr für eine Internetgeschwindigkeit oder die anderen beiden Punkte wie Location und Traffic. Dann gibt es noch die Frage, was ist der Beta-Code und was ist der Beta-Token und was muss ich überhaupt machen, um die Beta einzulösen oder überhaupt mitspielen zu dürfen. Grundsätzlich am 19. August gibt es erstmal die PlayStation 4 Beta. Das heißt, ihr braucht nächste Woche erstmal die PS4, um diese Beta spielen zu können. Xbox 360 und PS3 werden keine Beta haben, das heißt, das hatte ich auch in dem anderen Video gesagt, ich sage es aber trotzdem jetzt hier nochmal, damit auch alle das jetzt verstanden haben. Es gibt für die PlayStation 3 und für die Xbox 360 keine Beta. Kommen wir also dazu, wie ich den Beta-Code einlöse. Ihr kriegt einen Beta-Key, den ich in den nächsten Tagen euch dann auch gebe, das heißt, ihr kriegt den rechtzeitig, bevor ihr die Beta überhaupt spielt, damit ihr auf callofduty.com/blackops3beta, den Link habe ich natürlich euch unten auch in die Videobeschreibung gepackt, da müsst ihr euch einmalig registrieren, dann kriegt ihr einen Beta-Token zugesendet. Den Code kriegt ihr frühestens 12 Uhr AM Pacific Time am 19. August für alle PS4-Nutzer. Es ist so, dass dieses immer abhängig davon ist, wo ihr lokalisiert seid. Das heißt, es fängt an mit der Pacific Time und rollt dann eben drüber zu uns. Das heißt, wir werden etwas später den Code bekommen als die Leute, die zum Beispiel in San Diego sitzen. Am 26. August gibt es dann die Beta für die Xbox One und die PC-User. Da ist es auch wieder 12 Uhr AM Pacific Time, auch wieder mit dem Roll-in Basis. Das heißt, es hängt auch wieder davon ab, wo ihr genau lokalisiert seid. Dieser Token jetzt erlaubt euch, diese Beta zu downloaden, je nachdem auf welcher Plattform ihr designiert seid. Das heißt, der Registrierungsprozess hängt davon ab, wann ihr den Code eingelöst habt, dann kriegt ihr den Beta-Token und dann könnt ihr den auf der jeweiligen Plattform herunterladen. Einmal am 19. für die PS4-Nutzer und einmal am 26. für den Xbox One und die PC-User. Natürlich sind die PC-User über Steam connected, darüber gibt es dann wiederum auch einen Key. Dazu habe ich die ganze Information mal alles in die Videobeschreibung gepackt, da habe ich euch das alles nochmal schriftlich aufgelistet, was ihr zu tun habt. Und dementsprechend sind das erstmal die Fragen, die wirklich die größten Anteil an meiner ganzen Zeit jetzt haben, die ich immer wieder beantworten musste. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid am 19. August da, wenn es dann heißt Black Ops 3 suchten, suchten, suchten. Und genau zu sein, werde ich dir die Keys die nächsten Tage verlosen. Schaut auf jeden Fall auf Facebook vorbei, da werden die Gewinner bekannt gegeben. Es sind 2 Keys, die ich aktuell verlosen werde. Es kann sein, dass ich noch ein paar mehr kriege, die ich dann auch einfach nur random einfach an Leute verlose, die natürlich auch damit teilgenommen haben. Es gibt den Post immer noch auf Facebook. Und ja, das war's dann auch zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Schreibt mir noch mal eure Fragen in die Kommentare und eure Meinung dazu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht das gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.